Genau gehört, Alexis. Ich kann mich jetzt nicht auf deinen OP-Tisch legen. Ich heirate in 3 Tagen. Eine Hochzeit in deinem Zustand wäre ein zu großes Risiko. Und ich als deine Ärztin, dir etwas anderes zu sagen, wäre unverantwortlich. Ja. Und? Wie ist es gelaufen? Es ist alles gut gegangen. Komm. Na und? Was haben Sie denn gesehen? 2 Freunde, die Kummer haben und sich trösten. Ich habe ein Liebespaar gesehen. Wusste Ihr bester Freund, dass Sie mit seiner Frau schlafen? Ja, aber ich hab doch gern. Frau Sommer, wir müssen uns nicht von Ihnen beleidigen lassen. Und falls Sie uns nicht vernünftige Fragen stellen, dann möchte ich jetzt, dass Sie gehen. Hat Ihnen Ihr Freund erzählt, dass er seine Frau aus der Versicherungspolice streichen lassen wollte? Nein, das wusste ich nicht. Frau Maurer, warum wollte Ihr Mann Sie streichen lassen? Manchmal ist einem selbst der eigene Mann ein Rätsel. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Sie haben nicht mal ein schlechtes Gewissen. Was ist nachts, wenn Sie mal wieder nicht schlafen können? Frau Sommer, Sie sind zu emotional. Abführen. In meiner Limousine sind noch 2 Plätzchen frei. Und die sind sehr viel bequemer als in den Bussen. Tja, gerne, wenn Sie noch 2 weitere Plätzchen für unsere Männer hätten. Bedauere. Das wäre doch wohl ein bisschen zu eng. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Also manche können es nicht lassen, ne? Obwohl ich das Angebot von diesem späten Jüngling ganz gern angenommen hätte. Aber warum müssen unsere Männer ein Taxi suchen? Warum können wir nicht mit dem Bus diese paar Kilometer zum Flughafen fahren? Baronin, mein Beileid. Ich danke Ihnen. Ich habe mir schon überlegt, wie ich Ihnen in dieser Sache helfen könnte. Indem Sie uns ein paar dringende Fragen beantworten. Ich denke, es gibt etwas, was ich Ihnen zeigen sollte. Bitte. Ich war zu Hause. Johannes ist noch mal ins Revier gegangen. Er sagte, er wisse jetzt, wer der Wilderer ist. Er hat mir allerdings keinen Namen genannt. Er wollte noch einen letzten Beweis. Hat er draußen bei der Leiche die Zweige abgebrochen? Oder waren das Sie? Entschuldigen Sie mich bitte. Hören Sie, ich war den ganzen Abend zu Hause. Ich habe Einladungen geschrieben. Johannes und ich, wir wollten eine Gesellschaft geben. Im Reifenprofil Ihres Wagens haben wir diesen Fliesenschotter sichergestellt. Mit dem wurden auf der Forststraße zum Hornerkar die Schlaglöcher aufgefüllt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Sina kommt hierher oder wir treffen uns in der Stadt. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Uns ist zu Ohren gekommen, Ihr Mann hätte eine Affäre mit ihr gehabt. Das ist doch lächerlich. Können Sie mir sagen, wer sowas behauptet? Wissen Sie, viele Studentinnen schwärmen für meinen Mann. Er sieht gut aus. Aber das ist noch lange kein Grund, ihm eine Affäre zu unterstellen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, aber wir müssen jedem Hinweis nachgehen. Natürlich. Wo waren Sie heute zwischen 2 und 4? Ich? Ach, bin ich jetzt verdächtig? Nein. Ich war hier. Allein. Und Zeugen habe ich leider nicht.